So, da sind wir wieder und wir müssen uns auf den Weg zum Rad machen. Ich begreife die Lage durchaus. Natürlich lese ich täglich die Namen der Gefallenen, aber bitte, bitte, eine Fortsetzung der Suche könnte für meine Familie ein Leben in Frieden bedeuten. Wird jemand im Einsatz vermisst? Mein Sohn Bilal und die Bürokratie hat offensichtlich kaum Mitgefühl. Ich bin Botschafter Dominik Osoba. Der Trupp meines Sohnes kehrte von einer Mission auf Benning ohne ihn zurück. Sie trinken im Flux, sehen mir aber nicht in die Augen. Ich bezahle für jede Information. Falls Bilal noch lebt, wollen wir ihn zurück. Falls nicht, können wir beginnen, ihn zu betrauern. Wenn ich was finde, gebe ich Bescheid. Danke. Dadurch komme ich in jedem Fall etwas zur Ruhe. Der Rat hat die Invasoren als Reaper bezeichnet. So nannte auch der in Ungnade gefallene Commander Shepard einen vermeintlich theoretischen Feind. Das Allianzmilitär hat den Hades Gamma Cluster den einfallenden Reaper-Streitkräften überlassen. Haben Sie meinen Sohn gefunden? Noch nicht. Dass Reaper-Streitkräfte im Silean-Nebel und im Nimbus-Cluster gesichtet wurden. Ilium wird angegriffen, obwohl die Asari-Kolonie von Palavan und der Erde eine halbe Galaxie entfernt ist, scheint es sich um die gleichen Invasoren zu handeln. Guten Morgen. Oh, hallo, Ma'am. Shepard, was verschafft mir die Ehre? Reden wir über die Freilassung von Jonas Sedaris. Sie auch? Jemand hat den Rat dazu gebracht, sie freizulassen. Ich verzögere das gerade. Was haben Sie damit zu tun? Das ist geheim. Sagen Sie doch gleich, dass es mich nichts angeht. Ich lasse diese Psychopathin jedenfalls nicht frei. Sie ist instabil und ganz klar eine Bedrohung. Warum halten Sie sie für verrückt? Sie war eine üble Sadistin, bis sie ergriffen wurde. Die Haft hat sie völlig wahnsinnig gemacht. Vielleicht hilft ihr die Freiheit. Sie wütet rund um die Uhr, Shepard, und verlangt den Tod aller Feinde von Eclipse. Nein, in Freiheit würde sie töten, sonst nichts. Ich will zu ihr und das selbst beurteilen. Klar, Sie geben mir bestimmt recht. Vielleicht hört dann der Rat auf Sie und setzt den Befehl aus. Mein Assistent im C-Sicherheit-Bezirksaußenposten stellt den Kontakt zu Sedaris her. Danach melden Sie sich wieder. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie mit Sedaris reden konnten. Commander Shepard, John Dimbau, Special Tactics and Recon. Ich habe Informationen, dass hochrangige Hanar-Beamte indoktriniert sein könnten. Das ist eine schwere Anschuldigung. Was haben Sie? Beweise für einen Angriff eines Allianzteams auf eine batterianische Forschungsstation, die Reaper-Technologie studiert hat. Die Batterianer hatten Reaper-Technologie? Der Angriff endete in einem Massaker. Und die Menschen hatten am Ende nichts. Ein Stromausfall sollte den Vorfall vertuschen. Es hätte Krieg gegeben, wenn die Batterianer es rausgefunden hätten. Aber wieso belastet das die Hanar?
Sie unterhielten geheime Handelsbeziehungen zu den Batarianern und haben die Allianz zu der Station geführt. Wir vermuten, dass die Hanar-Agenten mit Batarianer-Tech entkommen sind. Laut ihren Berichten über die Reaper könnten sie bereits indoktriniert sein. Wer ist ihre Quelle für das alles? Ein Waffenhändler. Donovan Hawk. Unangenehmer Kerl, aber die Daten waren es wert. Ich habe es jetzt mit einer galaktischen Bedrohung zu tun. Ist Ihnen das die Zeit wert? Absolut. Die Hanar sind eine wichtige Finanzmacht. Außerdem schirmt ihr Sektor den salarianischen Raum ab, der sonst angreifbar wäre. Der Hanar-Agent ist jetzt ein Diplomat auf der Citadel. Ich kenne seinen Namen nicht. Und bei einer offiziellen Anfrage wird er untertauchen. Wir jagen ihn also. Ich verfolge verdächtige Übertragungen zur Hanar-Heimatwelt. Sie könnten mir helfen. Mal sehen, was ich im Spectre-Büro rausfinden kann. Danke, Shepard. Und noch was. Nicht jeder hat ihre Sorge wegen der Reaper angezweifelt. Ich hoffe nur, es ist nicht zu spät. Es regnet nicht. Nein, es schüttet. Wirklich so schlimm? Es wird immer angespannter. Die vielen Flüchtlinge und die ganzen Gerüchte über den Krieg. Alle beobachten sich gegenseitig. Wir kommen den Meldungen über verdächtiges Verhalten gar nicht hinterher. Wie sieht die Citadel den kommenden Krieg? Langsam dringen die Berichte ins Bewusstsein ein. Man kann nicht ewig alles verdrängen. Man wacht entweder auf oder man stirbt. Ja. Das einzig Gute, als alle die Ereignisse verleugnet haben, war die Ruhe. Die gibt es jetzt nicht mehr. Jeder verdächtigt plötzlich jeden und meint, er müsse es auch gleich allen erzählen. Passiert hier irgendetwas Wichtiges? Machen Sie Witze? Die Reaper unterdrücken die gesamte Galaxie. Da tagt der Rat praktisch rund um die Uhr. So viele Botschafter und Abgesandte haben hier noch nie ihre Anliegen vorgebracht. Ja, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ist es jetzt besser mit der Einwanderung? Nein, schlimmer. Je mehr die Reaper zerstören, desto mehr Schiffe ersuchen hier um Zuflucht. Uns gehen langsam die Ressourcen aus. Ist es jetzt besser mit der Einwanderung? Nein, je mehr die Reaper... Uns gehen langsam die Ressourcen aus. Odina hat sie zum Commander gemacht, oder? Ja, und inzwischen ist er eine noch größere Nummer. Er hat Executor Palin der Verschwörung verdächtigt und mich Und? Was Belastendes? Genug, um ihn zu verhaften. Palin, soweit ich das beurteilen kann, löscht ein Commander lediglich andere Brandherde. Haben Sie Familie da draußen? Irgendwo eine Ex-Frau. Und unseren Sohn, er ist noch auf der Erde. Tut mir leid, Bailey. Ich mach's wie alle. Ich flüchte mich in das, was ich kontrollieren kann. Im Moment halte ich hier die Illusion von Sicherheit aufrecht. Wir haben beide unsere Aufgaben. Gehen wir an die Arbeit. Ja. Danke fürs Gespräch, Shepard. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie mit Sir Doris reden konnten. Shepard! Was Neues von der Erde? Es kommen ständig Meldungen. Alle schlecht. Die Reaper zerstören Satelliten und alte Nuklearraketensilos. Zusammen mit allem anderen, das uns helfen könnte. Wir haben ein paar Quantenverknüpfer auf die Kontinente verteilt. Aber sonst gibt es keine Kommunikation.
Was ist mit den Ratsmitgliedern? Irgendein sinnvoller Ansatz? Ratsherrin Irissa ist kälter als ihr Vorgänger. Wenn sie die Hand an ihrer Kehle hat, drückt sie auch zu. Ischil, das könnte funktionieren. Sie denkt praktisch. Machiavelli würde erblassen, aber so sind die Dalatrassen eben. Es ist gut, dass Quentius mit ihnen gesprochen hat. Seine Heimatwelt ist am gefährdetsten und er sucht einen Ausweg. Das ist eine Gelegenheit. Sie sind ein Citadel-Ratsherr. Haben Sie keine Optionen, wenn Sie derart blockiert werden? Nach der Zerstörung des Parlaments und ohne Shastri habe ich mehr Macht als je ein Mensch zuvor. Aber Sie sehen ja, wie wenig das bringt. Ich werde nicht lange ausgezählt bleiben. Ich weiß, ich kann Berge versetzen. Aber vergessen Sie nicht, dass wir jetzt Planeten versetzen sollen. Das klingt ja fast hoffnungslos. Ich habe Ihnen zu dem Posten verholfen, weil ich Sie für effektiv hielt. Für einen Esel braucht man eine Karotte oder einen Stock. Und wir haben beides nicht. Unsere Armada flieht oder kämpft. Und ohne die Kombaken der Erde ist unsere Wirtschaft ein einziger Schuldschein. Aber überlassen Sie das mir. Ich hole aus unseren Kolonien raus, was geht, damit ich Hacketts Flotte reparieren und neu ausrüsten lasse. Kannten Sie viele Menschen auf der Erde? Ja, an ihren sinnlosen Tod zu denken ist natürlich schrecklich. Aber mich hat am meisten Arcturus bewegt. Ich war mit den meisten Mitgliedern des Allianzparlaments per Du. Ich brauchte eine zweite VI nur, um die Geburtstage und Jubiläen zu verfolgen. Nicht wirklich wichtig, aber dass jetzt alles weg ist? Ich muss gehen. Ich werde hier sein. Ich muss gehen. Ich werde hier sein. Wow, ich habe mögliche Treffer. Bei Bolon gibt es seltsame Geldanweisungen und Olun versendet sehr viele Daten. Bolon ist sauber. Die Geldanweisungen gehen an seine Geliebte. Bei Olun bin ich nicht sicher. Ich sehe mir seine Vita an. Ich überprüfe Oluns persönliche Unterlagen und seine letzten Namen. Und Bolon hat eine Geliebte? Eine Asari-Dichterin. Ganz ehrlich, ich glaube, er wurde dazu gezwungen, um die Beziehungen zu Tessia zu verbessern. Seine Regierung heißt es gut, dass er eine Affäre mit einer Asari-Dichterin hat? Nein, sie würde ihn feuern, wenn es publik würde. Diese Kultur ist ziemlich paradox. Was sie nicht sagen. Ja, ich habe schon einmal mit ihm gesprochen. Prima, ich will es. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel auf. Werde ich nicht ruhen, bis er gefunden... Einen Moment, bitte. Ankunft in Andokbucht E24. Bao, Olun leistet für die Hanna Lobbyarbeit zur Unterstützung der Kriegsbemühungen. Dann ist er eindeutig nicht indoktriniert. Wer stellt sich gegen ihn? Ein Hanna ohne Namen, der kürzlich von KJ hier... Fremdenfeindlich? Ich kann auch einen höflicheren Begriff verwenden, wenn Ihnen das lieber ist. Privat? Zurückgezogen? Es war nur etwas deutlicher, als ich erwartet hatte. Aber ich habe ein wenig gesagt.
wunderschöne Stadt. Sie sollten sie mal besuchen. Ich war gerade auf meinem Boot, als... Oh, der Himmel wurde schwarz. Staub und Asche. Eine riesige Metallwand. Haben Sie eine Kopie einer Shepard VI? Meinen Sie die auf Basis des Kriegshelden? Wir haben sie gesperrt, nachdem ein Kind Limonade über der Hardware verschüttet hatte. Ich schalte sie frei, aber lauffähig ist nur die Demo-Version. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Commander Shepard, Allianz Navy. Das Extranet sagt, Sie gehören zum Allianz-Militär. Passen Sie da draußen auf sich auf, Officer. Wow. Arya hat nicht gefluckert. Der große Commander Shepard an einer Leine. Ich habe eigene Gründe, dass ich hier bin, Voske. Aber natürlich. Wie auch immer, sagen Sie ihr, ich sei beeindruckt. Aber um Geschäfte zu machen, muss erst mein kleines Problem gelöst werden. Und das wäre... Ein turianischer General namens Oraka hat es auf die Blue Suns abgesehen. Er beschwert sich massiv über unsere Aktivitäten in diesem Sektor. Sobald Oraka tot ist, kann Arya über meine Leute verfügen. Hinter Orakas Beschwerden steckt doch bestimmt mehr. Wir machen lediglich kleine Überfälle entlang der Handelsrouten. Mit Aryas Zustimmung übrigens. Oraka ist nichts als ein militärisches Fossil, das aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist, um die glorreichen Tage wieder aufleben zu lassen. Und seine Existenz zu rechtfertigen. Sein Verlust schadet ihrem Krieg nicht. Aber die Dienste der Blue Suns, nun, sie wissen ja, wie wir arbeiten. Sie glauben wirklich, ich würde einen turianischen General liquidieren? Arya scheint es zu glauben. Warum hätte sie sie sonst hergeschickt? Sie kannte den Preis. Klären Sie das untereinander. Und, sagen Sie Arya, dass ich immer noch mit ihrem blauen Hintern in meinem Bett rechne. Was gibt's denn, Shepard? Wussten Sie davon? Könnten Sie etwas präziser sein? Donna Voske erwartet, dass ich General Oraka töte. Wen interessiert, was Voske will? Oraka muss doch nur damit aufhören, seine Aktionen zu stören. Ich dachte, wenn Sie mit Oraka reden, können Sie ihn dazu bringen, dass er sich zurückzieht. Und wenn er nicht vernünftig wird, rufen Sie mich und ich kümmere mich darum. Sie müssen es nicht beschönigen, Arya. Ach, Shepard, Sie glauben mich zu kennen, ha? Huh? Ich begreife nur nicht, warum Sie mir die Einzelheiten nicht selbst sagen konnten. Weil Voske Sie persönlich sehen musste, um zu erkennen, mit wem er es zu tun hat. Außerdem könnte ich es nicht ertragen, wenn mir der Dreckskerl nochmal auf die Titten starrt. Dann würde ich ihn nämlich umbringen. Ja, er hat erwähnt... Dass ich mit ihm schlafen werde? Wir haben alle unsere Wahnvorstellung. Ich habe eine Liste der Hanan-Neuankömmlinge, Bau. Ich leite sie an Sie weiter. Schon dabei. Vielleicht finden. Hoffentlich. Wenn eine Hanar-Gruppe gegen den Krieg mit den Reapern ist, war mein Verdacht richtig. Gesichtet wurden.
Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel. Einen Moment bitte. Ankunft beim Huerta Krankenhaus. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte einen Moment bitte. Ankunft in der Bezirksebene Purgatory. Hoffentlich ist das kein Freundschaftsbesuch. Sie haben hier noch Arbeit. Wir reden später. Ganz sicher. Willkommen, Commander Shepard. Einen Moment, bitte. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel. Einen Moment, bitte. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Aber ich brauche Beweise. Einen Moment, bitte. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Ich denke, ich werde mit ihm Schluss machen. Es lief schon nicht gut, bevor er in den Einsatz geschickt wurde. Und wenn ich vorgebe, mich über die Videos zu freuen. Das ist weder ihm noch dir selbst gegenüber fair. Gerade mitten in diesem Kriegswahnsinn verdienst du es, glücklich zu sein. Und das bin ich nicht. Ich muss ehrlich zu ihm sein. Dann musst du es ihm sagen. Sie wollen, dass wir uns als Soldaten verpflichten? Können wir denn nichts anderes machen? Das Militär braucht jeden, den es kriegen kann. Keiner von uns kann kämpfen. Mackenzie ist Biotiker, Dave und Graham gehen öfter auf den Schießstand. Oh, und Orion kauft ständig Mods für seine Schrotflinte. Die Allianz kann ihre Hilfe gebrauchen. Es gibt auch außerhalb der Kämpfe viel zu tun. Danke. Wer war das? Der erste Spectre der Menschen. Wow. Commander Shepard? Er glaubt, wir könnten etwas beitragen.
Gut, ich sehe mir mal die Rekrutierungsbroschüre an. Vielleicht brauchen Sie ja jemanden, der Kisten stapelt oder kocht oder so. Willkommen bei Elkos Combine Arsenalvorräte. Elkos Combine. Bitte befüllen Sie die Filialen von Elkos Combine zur Befriedigung all Ihrer Bedürfnisse. Verlangt Wohltätigkeit und Vergebung. Jetzt zu verkaufen wäre unklug. Mir ist durchaus bewusst, was gerade geschieht. Laden Sie sie im Mutancluster ab. Und dann würde ich dazu raten, an einen sichereren Ort zu reisen. Ich würde nicht zu besiedelten Welten fliegen. Größere Kolonien scheinen bevorzugte Ziele zu sein. Wenn Sie zur Citadel kommen wollen, machen Sie es bald. Na klar, besuchen Sie mich. Ich werde geschäftlich noch einige Zeit hier sein. Willkommen bei Canella Export. Wir bei Canella Export glauben, dass ein friedliches Herz auch ein starkes Herz ist. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Hallo, Commander Shepard. Willkommen im Präsidium Unterhaus. Sie befinden sich auf der Hauptpromenade der Einkaufsgalerie. Die Geschäfte hier bieten besondere Waren und Dienstleistungen an. Näheres über unsere aktuelle Sonderpromotion erfahren Sie bei mir oder in der Citadel Tourismus- und Besucherabteilung. Was ist das für eine Promotion? Die Produzentin Jean-Marie Erinaceus spendet einen Teil der Einnahmen ihres neuen Blasto-Films dem Verteidigungsfonds der Citadel. Audioausschnitte aus Blasto 6, Komplizen, stehen jetzt zu Ihrem Hörvergnügen bereit, direkt hier im Präsidium. Wo kann ich mir das anhören? Begeben Sie sich dazu einfach in den Filmgang und suchen Sie die Werbetafel von Blasto 6, Komplizen. Der Ort wirkt vertraut. Geräusche, Gerüche. Es ist, als wäre man auf der Erde. Die aktuelle Dekoration wurde von Botschafter Usoba genehmigt, der auf der Citadel die Menschen von der Erde vertritt. Jede Spezies mit Botschaftsrecht auf der Citadel kann sich um einen Zeitraum im Dekorationskalender zur Umgestaltung der Promenaden und Parks bewerben. Einzige Bedingung dabei ist, dass die Verschönerungen für andere Spezies auf der Citadel nicht giftig sind. Was gibt es hier sonst noch? Das Präsidium Unterhaus ist seit der Gründung des Rats auf der Citadel ein kulturelles Zentrum. Mit den neuen Biometriesystemen können wir besser auf die Bedürfnisse Ihrer Spezies eingehen. Biometriesysteme? Klingt eher nach Sicherheitsmaßnahme. Diese einfachen und vertraulichen Systeme dienen der Sicherheit aller Besucher des Präsidiums. Wir respektieren Ihre Privatsphäre. In der Citadel Tourismus- und Besucherabteilung können Sie diesen Service abwählen. Das ist alles. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte wieder an mich. Commander Shepard. Sind Sie General Oraka? Wieder im Dienst. Sie sollen gegen die Blue Suns vorgehen. Ich muss meinen Teil für die Citadel tun. Die Blue Suns überfallen Waffenlieferungen an C-Sicherheit. Ich werde das beenden. Diese Söldner gefährden die Verteidigung der Citadel, falls der Krieg bis hierher kommt. Wenn der Krieg hierher kommt. Es gibt auch andere Quellen für Waffen, General. Hab ich alles versucht. Es gibt einen Schwarzmarkthändler auf der Citadel, aber der verkauft seine besten Waffen nicht. Die Reaper vernichten alles auf ihrem Weg und ich kann sie nicht aufhalten.
Aber ich kann die Blue Suns aufhalten. Mal sehen, was ich für Sie tun kann. Freut mich, dass Sie helfen. Falls es nicht klappt, habe ich schon einen Aktionsplan. Wir müssen Jake in den Weg. Wenn Sie keine neue Quelle für Waffen für C-Sicherheit finden, stelle ich selbst eine Einsatztruppe gegen die Blue Suns zusammen. Ich besorge die Waffen, General. Ich begrüße Ihre Bemühungen, Commander. Aber ich war schon zu lange untätig. Ich kann nicht mehr einfach nur zusehen. Wir müssen Jake in den Hort geben. Er sollte mit anderen Kindern zusammen sein. Aber was ist... Hören Sie, tun Sie einfach, was für Ihre Familie am besten ist. Aber tun Sie es bald. Die Lage da draußen wird immer schlimmer. Das machen wir. Und vielen Dank. Bei der Arbeit? Eins führt zum anderen. Dabei wollte ich eigentlich ein wenig die Aussicht genießen. Beim letzten Mal war das Präsidium nach dem Angriff der Sovereign ein Schutthaufen. Ich war zu beschäftigt mit Husks und der Jagd auf Saren, um es mir anzusehen. Man sieht nichts mehr von dem Angriff. Das ist zu unserem Nachteil. Die Citadel hat diesen Krieg noch nicht erlebt. Wir sollten das Wichtigste einlagern, solange wir können. Zum Beispiel? E-Zero, schwere Waffen, Söldnertrupps. Praktisch. Gefällt mir. Sie könnten mal mit dem Volus Balavon in seinem Büro reden. Er kennt Söldner, die sich uns anschließen würden. Hallo, Shepard. Kassa Fabrication Waffen. Kassa Fabrication Waffen hat die Erde nicht vergessen. Und Sie sollten es auch. Hallo, Shepard. Sieht aus, als würden Sie Daten sammeln. Diese Annahme ist korrekt. Etwas Weltbewegendes? Die Unmenschlichkeit des Menschen? Ob es eine objektive Realität gibt? Was in der Art? Ich spiele Szenarien durch, um Jeffs Verhalten zu verstehen. Ich glaube, dass er starke Gefühle für mich hegt, aber er hat noch mit niemandem darüber gesprochen. Wenn Sie sexuell interessiert sind, welche Schritte der Annäherung unternehmen Sie? Nun, da gibt es intime Gespräche, vielsagende Geschenke, man albert herum. Jeff lockert die Stimmung oft mit Humor auf. Das könnte mit 33,3% Wahrscheinlichkeit heißen, dass ihm etwas an mir liegt. Aber diese Daten reichen nicht, um seine Motive zu ermitteln. Vielleicht sollten wir besprechen, wie wir Jeff zu einer emotionalen Bindung bringen. So macht man das nicht. Es muss natürlich ablaufen. Die Chemie muss stimmen. Verstehe. Es gibt zahlreiche Stoffe, die ich injizieren könnte, um die gewünschte Emotion zu erzeugen. Nein, Sie sollten ganz entspannt etwas tun, was Sie beide mögen. Etwas Einfaches. Humor zum Beispiel. Korrekt. Ich werde mich informieren, ob es irgendwo auf der Citadel Comedy-Shows gibt. Scanne. Meinen Sie, er würde der Mann, der sich aufhängte, mögen? Es geht um einen liebeskranken Schönheitschirurgen. Edie, wichtig ist, dass man Spaß hat, egal was man macht. Und wenn Sie Spaß daran haben, hat er ihn wahrscheinlich auch. Dann ist das Resultat eine Unbekannte. Aber Sie meinen, ich sollte es trotzdem versuchen. Niemand hat sich je verliebt, ohne ein wenig Mut zu beweisen. Verstehe. Ich denke, meine Chancen haben sich ihretwegen verbessert, Shepard. Danke.
Hey, Commander, sehen Sie mal. Schlagzeile, neuer Blastofilm bricht am Startwochenende Rekorde. Dann gibt's noch Artikel über Quasar-Turniere. Tipps, wie man seine Wohnung größer erscheinen lässt. Und, ach ja, eine fette Reaper-Invasion. Die haben keine Ahnung. Wenn's um die Galaxie geht, halten sich die Leute an das, was sie kennen. Als ob das was Gutes wäre. Besser als Aufstände auf den Straßen. Mag schon sein, aber gibt's denn keinen Mittelweg? Etwas weniger Gartenpflege und mehr Kriegsvorbereitung. Kommt schon noch, sobald die Leute aktiv helfen kann. Und bis dahin ignorieren sie die unabhängige KI auf dem Präsidium. Hat sie Ärger gehabt? Nein, sie ist mein Mobilitäts-Mac. Dank des Wohlig-Syndroms darf ich sie offiziell überall mit hinnehmen. Endlich bringt mir der Behindertenausweis mal was. Sie ist sicher auch froh, mal ein bisschen was zu sehen. Oh, sie hat sich den Landgang verdient. Ich habe bemerkt, dass auf der Citadel häufig öffentlich Zuneigung bekundet wird. Das Vorkommen ist unproportional hoch. Jeder kann morgen schon tot sein, Edie. Zueinander zu finden, gehört zu den wenigen Dingen, die noch möglich sind. Ich frage mich, ob die Kroganer das auch so empfinden. Ich habe hier mit zahlreichen batarianischen Flüchtlingen gesprochen, Shepard. Es interessiert sie vielleicht, dass sie viel umgänglicher sind, sobald sie nicht mehr unter der Beobachtung der Hegemonie stehen. Willkommen bei Nos Astra Sportartikel. Danke, dass Sie bei Nos Astra Sportartikel eingekauft haben. Ich könnte das Garantieheft aus meinem Wagen. Hören Sie, er wird nicht weggehen. Je früher Sie ihm die Rückerstattung geben, desto früher können Sie nach Hause. Ja, Sie haben recht. Bringen wir es hinter uns. Hier, ich habe Ihnen eine volle Rückerstattung geschickt. Wirklich? Ja. Meinen Sie das ernst? Natürlich. Eine volle Rückerstattung? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Die kompletten 15 Credits. Oh, wow. Hey, danke. Willkommen bei Algor Munition. Unsere Kundendienstexperten sind stets am Ankauf neuer Technologien interessiert. Danke, dass Sie bei Algor Munition eingekauft haben. Hören Sie, ich will keinen Ärger. Ich habe einen Gewerbeschein und meine Waffen sind alle legal. Das sind nur leichte Waffen. Wo haben Sie Ihre Spitzenware? Scheiße, Sie arbeiten auch für C-Sicherheit? Mich hat deshalb schon der alte Turianer genervt. Ich habe wirklich bessere Ware, aber die ist unverkäuflich. Wenn die Reaper die Galaxie erstmal zerlegt haben, sind Credits wertlos. Was genau wollen Sie mir sagen? Was auch geschieht, es wird Überlebende geben und Chaos. Und dann wird alles über Tauschgeschäfte abgewickelt. Darauf bereite ich mich vor. Meine beste Ware gibt's nur für Gebrauchsgüter und echte Artefakte. Also, wie komme ich an Ihre Schätze ran? Der Turianer hat mit Credits rumgewedelt und dann draufgespuckt. Sie sind flexibel, das gefällt mir. Wenn Sie beim Retten der Galaxie was Seltenes finden, bringen Sie es mir. Und ich teile dann meine Topware mit C-Sicherheit. Kein Thema. Ansonsten gibt's bei mir nur diese Waffen. Credits helfen mir nichts, Commander. Wenn C-Sicherheit meine beste Ware will, müssen Sie mir dafür Artefakte bringen. Willkommen bei Cyprotine. Danke, dass Sie bei Cyprotine Waffen eingehen. Credits helfen mir nichts, Commander. Wenn C-Sicherheit meine beste... Willkommen in der Citadel der Geschenke. Alle Anlagen von heute kommen.
Wenn Sie keine neue Quelle für Waffen für C-Sicherheit finden, stelle ich selbst eine Einsatztruppe gegen die Blue Suns zusammen. Ich besorge die Waffen, General. Ich begrüße Ihre Bemühungen, Commander. Aber ich war schon zu lange untätig. Ich kann nicht mehr einfach nur zusehen. Ich glaube nicht, dass ich das nicht länger machen kann. Ich weiß, was Sie meinen. Ich hatte gedacht, unsere Ausbildung würde uns auf alles vorbereiten, aber das... Jedes Mal, wenn diese Asari-Elite-Soldatin mich sieht, fängt sie einfach an zu schreien. Inzwischen höre ich es sogar schon, wenn ich... Wo wollen Sie dahin? Eigentlich zur Zuflucht, meine ich. Die von Kanadan und der Erde eine halbe Galaxie entfernt ist, scheint sich um die gleichen etwas zu handeln. Schnell, Hände auf den Rücken. Sie werden gleich hier sein. Wovon zum Teufel reden Sie denn da? Von Krieg, dem Bloodpack-Anführer. Wenn Arya ihn Shepard bringt, stehen seine Leute unter Ihrem Befehl. Wir locken ihn nur raus, damit wir ihn ausschalten können. Kein guter Anfang für eine Freundschaft. Er kommt. Nehmen Sie die Hände auf den Rücken und tun Sie so, als hätte ich Sie verprügelt oder so. Wenn's schief geht, sind sie dran. Ruhe! Ah, Arya T'Loc ist mächtiger, als Creed dachte. Er ist ihre Anweisungen, unbemerkt auf die Citadel zu kommen. Und jetzt das! Oh, Commander Shepard! Nur damit sie's wissen, ihr Kopf wird die Kühlerfigur meines Privatshuttles. Halten Sie Abstand, Creed, und... Erfüllen Sie Arias Bedingungen? Arr, absolut! Arya kann Bloodpack nach Belieben einsetzen! Mit Ihnen habe ich nicht geredet. Brill? Was? Sie haben mein Wort! Feuer frei! Nicht ihn. Brill soll die Führung übernehmen. Er ist Arias Dealpartner. Ja! Ja, ich bin Arias Maulwurf, Shepard. Das alte Spiel. Eine Hand wäscht die andere. Kleiner Rat. Hintergehen Sie Arya nicht. Ich bin ehrgeizig, aber nicht verrückt. Aha. Gute Arbeit, Nal. Danke für die Waffe. Jederzeit. Grill und ich sagen Arya, dass wir grünes Licht haben. Ich habe Pelevan brennen sehen. Und dieses Feuer wird nicht so schnell verlöschen. Wenn Sie helfen können... Hören Sie, Cyrus. Wenn Sie Ihre Aktien verkaufen und sich absetzen, bitte. Aber ich verkaufe keine Finanz-VIs, während meine Heimatwelt in Flammen steht. Okay, lassen Sie mich nachdenken. Wir könnten die VIs zu modernen Zielerfassungslösungen umfunktionieren. Genau, den Großteil der Hardware könnten wir weiterverwenden. Die Finanz-VI hat mehr Rechenleistung, als wir dafür brauchen. Ja, ja. Wenn Sie keine neue Quelle für Waffen für C-Sicherheit finden... Ich besorge die. Ich begrüße Ihre... Das Allianz-Militär hat den Hades-Cluster in allen Fällen mit Rückerstein... Hallo, Shepard. Willkommen in der Citadel. Alle anderen.
Credits helfen mir nichts, Commander. Wenn C-Sicherheit meine beste Ware will. Commander Shepard, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Bala Von, Finanzberater. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, Admiral Anderson. Es war keine Überraschung, dass er den Kampf auf ihrer Heimatwelt aufgenommen hat. Wir brauchen mehr Leute wie Anderson, wenn wir gewinnen wollen. Korrekt. Und dabei kann ich Ihnen helfen. Eine größere Söldnergruppe bietet ihre Dienste jedem an, der sie aus einem von Reapern kontrollierten Gebiet herausholt. Wenn sie das tun, verstärken die ihre Armee. Nennen Sie mir die Position dieser Söldner etwa kostenlos? Ihr Anführer zahlt eine ordentliche Summe für ihre Rettung. So gewinnt jeder, Commander. Kommen Sie nach der Exfiltration zu mir. Ich bin noch eine Weile in meinem Büro. Der galaktische Markt ist ziemlich bewegt. Willkommen bei Canala Export. Danke, dass Sie bei Canala Export eingekauft haben. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Wenn Sie Fragen haben, ersuchen Sie bitte ein Irvina-Terminal um Unterstützung. Einen Moment bitte. Bau, hier ist die Korrespondenz. Falls irgendwelche Seelennamen erwähnt werden... Hab schon. Ein Neuankömmling. Zymandis. Seelenname? Betrachtet verzweifelt die Arbeit der Entflammten. Er gehörte zu dem Allianz-Team, das die Batarianer massakriert hat und hat seitdem einen besonderen Forschungsauftrag. Er hat also seine Tentakel nach irgendeiner Reaper-Tech ausgestreckt. Sieht so aus. Ich schicke Ihnen den NAV-Punkt für sein Büro. Wir treffen uns dort. Commander Shepard, willkommen in Andockbucht E24. Diese Ebene wurde zur Beherbergung der zahlreichen Neuankömmlinge auf der Citadel umfunktioniert. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in diesem Bereich stets die Sicherheitsprotokolle befolgen. Was gibt es hier sonst noch? Dieses Hochsicherheitsdock war früher für Lieferungen der Allianzbotschaft reserviert. Aber Ratsherr Udina hat kürzlich einen Antrag im Rat gestellt, dass hier Notbehausungen für Zivilisten errichtet werden. Und wie hat der Rat reagiert? Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Seitdem haben alle wichtigen Spezies finanziell zum Betrieb dieses Bereichs beigetragen. Wie viele sind hier gestrandet? Persönliche Informationen über Einwohner dieser Anlagen werden ohne vorherige Genehmigung nicht preisgegeben. Aber seien Sie sicher, die vom Citadel-Rat zugeteilten Räumlichkeiten erfüllen die derzeitigen Erfordernisse problemlos. Problemlos? Absolut. Außerdem haben Anfragen auf Verlegung oberste Priorität. Die Citadel bemüht sich sehr, für alle eine optimale Lösung zu finden. Was gibt es hier sonst noch? Dieses Hochsicherheitsdock war früher für Lieferungen der Allianzbotschaft reserviert.
Aber Ratsherr Udina hat kürzlich einen Antrag im Rat gestellt, dass hier Notbehausungen für Zivilisten errichtet werden. Andere wichtige Bereiche, die ich kennen sollte? Die Normandy ist in D24 angedockt, welche auf ihre Biometrik eingestellt ist. Möchten Sie den offiziellen Vertreter Ihrer Spezies kontaktieren, gehen Sie bitte zu den Citadel-Botschaften. Medizinische Versorgung erster Klasse erhalten Sie im Huerta-Krankenhaus im Präsidium. Das Präsidium-Unterhaus ist seit der Gründung des Rats auf der Citadel ein kulturelles Zentrum. Haben Sie Informationen über Purgatory? Diesen Begriff gibt es in vielen Zivilisationen mit unterschiedlichen Anwendungen und Bedeutungen, meistens Fegefeuer. Ich meine die Bar Purgatory. Die Citadel Tourismus- und Besucherabteilung führt kein Etablissement dieses Namens auf ihrer Liste der empfohlenen Abendvergnügungen. Danke, Abina. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte wieder an mich. Commander Shepard, wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment bitte. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Ja, dein Trupp ist zurückgekehrt. Das könnte ich, aber Sie ignorieren. Zimandis? Oder sollte ich sagen... Betrachtet verzweifelt die Arbeit der Entflammten? Anscheinend wurde diese Person ergriffen, aber die Haft ist irrelevant. Die Arbeit der Entflammten ist nicht aufzuhalten. Warum versuchen Sie, den Reapern zu helfen? Diese Person befolgt den Willen der Entflammten. Der Proteaner? Nein, das waren falsche Propheten. Ich diene den wahren Entflammten. Sie sprechen zu mir. Die Indoktrination hat anscheinend seiner Denkfähigkeit schwer geschadet. Ihre Skepsis ist ohne Bedeutung. Wenn die Entflammten uns als ausgewählte Spezies unterstützen, wird die Galaxie Zeuge sein. Ich glaube nicht, dass die Entflammten heute irgendwas machen. Ihr Glaube an den Sieg ist unangebracht. Unsere planetare Verteidigung ist automatisiert und kann mit einem einzigen Virus deaktiviert werden. Und den habe ich gerade hochgeladen. Moment! Ein Virus wird nur auf unbedeutenden Kanälen nicht entdeckt. Und die haben eine Zeitverzögerung. Vielleicht kann ich den Upload blockieren. Vielleicht auch nicht. Vergessen Sie mich! Stoppen Sie den Upload! Haben Sie es geschafft? Ja, die Hannah sind jetzt sicher. Danke, Shepard. Es war mir eine Ehre. Commander Shepard, willkommen bei den Citadel-Botschaften. Der aktuelle Menschenbotschafter ist Dominic Osoba. Commander Bailey ist der diensthabende Offizier. Sie finden ihn im Bezirksbüro der Citadel-Sicherheit. Was gibt es hier sonst noch? Dieser Bereich ist nur für Botschaftspersonal und C-Sicherheit freigegeben.
Die Botschaft der Menschen ist stolz darauf, allen, die in ihre Zuständigkeit fallen, rasch zu helfen. Das war's. Danke. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte wieder an mich. Primarch Victus hat einen Kriegsgipfel der Ratsvölker einberufen und dazu angerufen. Ich weiß gar nicht warum. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie mit Sir Doris reden konnten. Shepard! Ich werde hier sein. Commander Shepard, wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment bitte. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Militär hat den Hades-Gamma-Cluster. Sie glauben nicht, dass das nicht so ist. Das ist problematisch. Wir müssen irgendwie die Wärmeeinheiten stabilisieren, damit die Wassertemperatur konstant bleibt. Ich habe Kontakt mit Jonas Sedaris in ihrer Zelle. Sie können über diese Konsole mit ihr sprechen. Danke. Wir brauchen Privatsphäre. Natürlich. Sie können danach auch Commander Bailey über dieses Terminal erreichen. Wer spioniert da jetzt wieder? Ah, ich sehe schon. Gut. Arias Zwangsarbeiter bringt mich endlich in die Freiheit. Ich möchte vor der Freilassung noch mit Ihnen reden. Blödsinn. Sie haben keine Wahl. Und wenn ich draußen bin, rollen Köpfe. Oh ja. Sie haben viele meiner Leute getötet. Das habe ich nicht vergessen. Das Leben geht weiter. Natürlich. Sobald meine Feinde alle tot sind. Erstklassig, oder? Sogar hier drin müssen sie mit mir verhandeln, weil ich die Macht habe. Ach, wirklich? Ja, mein Stellvertreter Sane ist eine willensschwache Kröte. Hätte er Eier, würde er selbst die Kontrolle übernehmen. Aber er widersetzt sich nicht. Er weiß es besser. Holen Sie mich jetzt raus, Shepard. Bailey soll mich freilassen.
Bailey, ich war bei Sedaris. Sie ist verrückt, oder? Es wäre hirnrissig, sie rauszulassen. Sie ist eine Bedrohung. Ich versuche nur, das Problem zu lösen. Klingt gut. Ich mache nichts, bis ich von Ihnen höre. Wenn Sie keine neue Quelle für Waffen für C sichern... Ich besorge die... Ich begrüße Sie. Hallo, Shepard. Hoffentlich ist das kein Freundschaftsbesuch. Sie haben hier noch Arbeit. Gibt's was Neues? Soll das etwa witzig? Mal sehen, ich bin praktisch in der... Sie haben wohl ziemlich... Sie sind heute der reinste Komiker. Wir sehen uns schon bald wieder, Shepard. Commander Shepard, ich bin Chefärztin Dr. Chloe Michel. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Sie sind sicher wegen Lieutenant Commander Williams hier. Wie geht es, Ashley? Stabil. Keine Anzeichen von Hirnschäden durch die Erschütterung, aber der mehrfache Schulterbruch muss erst noch heilen. Bettruhe unter Aufsicht ist das Rezept der Stunde. Ein Besuch wäre sicher willkommen. Der Krieg hat viele Verletzte obdachlos gemacht. Wie bewältigen Sie diese Zusatzbelastung? Bis jetzt geht's, aber alle Citadel-Krankenhäuser bereiten sich auf das Schlimmste vor. Die Docks werden zwar streng überwacht, aber wir können die Leute nicht ewig da draußen lassen. Wie steht's mit Ihren medizinischen Vorräten? Im Moment noch gut, aber ich mache mir in der Tat Sorgen um die Zukunft. Unsere Reserven werden zwar bewacht, aber die Kriegsgewinnler sind schon unterwegs. Bei einer so großen Einrichtung haben Sie sicher viele Untergebene. Wir haben 12 Vollzeitärzte und mehr als 50 Pflegekräfte. Ziemlich überwältigend. Ganz anders als früher in den Bezirken. Machen Sie weiter so, Doktor. Sie auch, Commander. Hallo, Commander. Wollen Sie einen Besuch machen? Eigentlich wollte ich zu Ihnen. Oh, wirklich? Wie kann ich helfen? Machen Sie weiter so, Doktor. Sie auch, Commander. Ilium wird angegriffen.
obwohl die Asari-Kolonie vor Kanada und der Erde eine Handlung hat. Bitte verwenden Sie nur kleine Portionen von synthetischem Trojanischem Hautgewebe. Hören Sie, die Prototypen sind wichtig. Wir brauchen die Biotech-Upgrades für den Kampf gegen die Reaper. Ich weiß, dass die Ismar-Grenze nicht sicher ist. Ja. Okay, ich muss also operiert werden. Aber wann kann ich rüber an die Front? Und wann? Was? Vielen Dank für die Zeit. Ich melde mich, wenn sich irgendwas ergibt. Hey, Shepard. Ich schau nur vorbei. Jederzeit. Ich muss wieder zurück. Passen Sie auf sich auf. Sie auch, Shepard. Ankunft in Andockbucht D24.